Eine fröhliche Osterzeit wünsche ich Ihnen und euch allen zusammen. Ich begrüße Sie und euch in der Philipp-Nikolai-Kirche, ganz österlich geschmückt. Aber es ist schon seltsam, dass ich heute hier allein in der Kirche bin, dass wir nicht miteinander die Osternacht feiern können und das wunderbare Osterfrühstück zusammen so fröhlich genießen können. Und trotzdem, auch wenn wir nicht zusammen sein können, auch wenn wir das Leben nicht gemeinsam feiern können, sind wir doch verbunden. Wir feiern Ostern. Und das bedeutet, dass wir Gedanken und Geschichten der Zuversicht zusammentragen. Für mich gehört dazu, dass wir das ökumenische Läuten erleben, dass wir zusammen singen, auch wenn wir nicht in der Kirche zusammen sind, sondern jeder für sich allein zu Hause. Was können wir tun, um diese Gedanken und Geschichten der Zuversicht miteinander zu teilen? Ich freue mich, dass so viele von Ihnen und euch mir ihre Gedanken, ihre Bilder und ihre Geschichten geschickt haben, dass wir so viel telefoniert haben, gesprochen haben, Mails geschickt, WhatsApps, kleine Videos uns hin und her geschickt haben. Vielen Dank dafür, für diese Zeichen der Zuversicht. Ein besonderes Bild habe ich entdeckt in dieser Zeit, das Bild Zuversicht von Andrea Köln. Sie ist eine Teilnehmerin unserer Herzenssprechstunde gewesen in unseren Fädeln in Mauenheim und Weidenpesch. Es ist für mich ein Kreuz der Zuversicht. Diese vier Wege, die wir hier sehen, die wir Menschen ja oft so jeder für sich alleine gehen, diese Wege haben ein Zentrum. Und manchmal ist es ja so, erst wenn wir innehalten, dann spüren wir, dass wir aufeinander angewiesen sind und dass da uns etwas trägt. Und wie ein Hoffnungsfunken in der Mitte erleuchtet das unsere Wege. Für mich erinnert das sehr an Ostern, nämlich an den, der durch den Tod ins Leben gegangen ist und der uns in jeder Situation daran erinnert, dass wir zusammengehören und dass Gott uns hindurchträgt. Ja, ich freue mich sehr, dass diese Hoffnungsfunken, dass wir das auch in unserem Leben erleben können, und möchte Ihnen und euch jetzt gerne etwas davon vorlesen, was mich erreicht hat, was Menschen mir geschickt haben. Mich stimmt zuversichtlich, dass Corona die Dimension unserer Probleme relativiert. Über bisher maximale Aufreger redet keiner mehr. Das tut gut. Und umgekehrt relativieren sich auch kleine Freuden, und die werden jetzt richtig wichtig. Und das tut noch besser. Eine ältere Dame schreibt mir: Ich habe noch den Zweiten Weltkrieg erlebt und mit viel Leid und vielen Verboten und Beschränkungen. Und damals hat mir geholfen, nicht die Hoffnung zu verlieren, immer wieder Kontakte nicht zu verlieren, aufzufrischen, Briefe zu schreiben, zu telefonieren, und heute chatte ich. Also bleibt in Verbindung, bleibt standhaft und glaubt, dann kann Ostern geschehen. Im Garten der Erinnerung spazieren zu gehen und dankbar zu sein für so vieles, gerade auch in dieser Zeit, das stimmt mich zuversichtlich. Ich bin zuversichtlich, wenn ich sehe, dass mir fremde Menschen aus Mauenheim und Weidenpesch Hilfe anbieten. Es gibt mir Zuversicht, schreibt jemand anders, dass ich weiß, dass meine Nachbarn, wenn es drauf ankommt, immer für mich da sind. Es stimmt mich zuversichtlich, schreibt eine Krankenschwester, dass die Pflegekräfte endlich mal gewertschätzt werden. Hoffentlich nicht nur mit Klatschen und schönen Worten, sondern auch nach Corona mit mehr Gehalt und Stellenausstattung. Es gibt mir Zuversicht, dass ich in diesen schwierigen Zeiten immer öfter Menschen treffe, die das Wohl der anderen im Blick haben und handfest mit anpacken, um dann zu helfen und kreativ das Beste aus der jetzigen Situation zu machen. Es gibt mir Zuversicht, ein Satz von Dietrich Bonhoeffer: Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Und schließlich schreibt mir jemand: Mein Konfirmationsspruch gibt mir immer Zuversicht. Ich bin bei euch alle Tage,
bis ans Ende der Welt aus dem Matthäusevangelium im 28. Kapitel. Und schließlich schreibt jemand, dass Gott uns den Regenbogen geschickt hat als Zeichen, dass unsere Erde nicht verloren ist und mit dem österlichen Wunder der Auferstehung von Jesus selbst der Tod überwunden wurde, das zeigt mir, dass ich immer zuversichtlich sein darf. Gesegnete Ostertage wünsche ich Ihnen und euch allen. Geht weiter auf Suche nach diesen Hoffnungsfunken hier und den Zuversichtsfunken. Sammelt weiter Geschichten der Zuversicht und der Hoffnung, was euch hoffen lässt, mindestens für die nächsten 6 Wochen, wenn wir uns auf Pfingsten zubewegen. Und bleibt füreinander da. Es grüßen euch ganz herzlich alle haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden unserer evangelischen Kirchengemeinde in Mauenheim und Weidenpesch, unser neu gewähltes Presbyterium, meine beiden Kollegen, Pfarrerin Christina Schlaab und mein Mann, Superintendent Zimmermann, Ihre und Eure Susanne Zimmermann. Seid behütet, bleibt gesund und lasst uns verbunden bleiben. Frohe Ostern!